kommt der Winter nochmal zurück oder können wir uns schon so langsam mit dem Frühjahrsputz beschäftigen? Schlieren auf den Fenstern, Kalkflecken in Küche und Bad zu tun, gibt's ja eigentlich immer etwas. Aber muss es für den strahlenden Glanz immer die Chemiekeule sein? Hallo Hanoios. Hallo. Bei den ersten Sonnenstrahlen sind Sie besonders störend, und zwar die Schlieren und Flecken auf den Fenstern. Wie bekomme ich den denn wirklich streifenfrei wieder sauber? Also man sollte sich vor allen Dingen Fenster und Fensterrahmen gesondert vornehmen. Am besten nimmt man zwei Eimer, einen mit klarem Wasser und den zweiten mit Wasser, Spülmittel und gegebenenfalls etwas Spiritus. Und dann werden die Fenster mit Mikrofasertuch ordentlich eingeweicht und gereinigt und zum Schluss, ganz wichtig, das Wasser mit einem Gummiabzieher wieder entfernen, so wie bei einer Duschkabine. Also auf keinen Fall Zeitungspapier zu nehmen, wie das ja früher öfter mal empfohlen wurde. Die Fenster sind ja nun das eine, aber was gehört noch zum typischen Frühjahrsputz dazu? Naja, also man sollte auf alle Fälle mal nach dem Winter die Federbetten waschen, und da empfiehlt es sich, die im Bezug zu lassen und dann zwei Tennisbälle mit reinzustecken, denn so verklumpen die Daumen nicht. Und dann anschließend die Matratze mit beiden Seiten, von beiden Seiten mit einer Polsterdüse absaugen, und dann ist das Bett wieder fit für den Rest des Jahres. Ansonsten, das sollte man natürlich immer mal tun, nicht nur im Frühjahr, den Kühlschrank komplett ausräumen und gegebenenfalls abtauen. Das spart deutlich Energie. Man sollte die Schubladen und Fenster mit Wasser und Spülmittel reinigen und natürlich auch den Backofen mal wieder auf Vordermann bringen. Backofen ist ein gutes Stichwort. Gerade für den Backofen greifen ja viele zu aggressiven Spezialreinigern aus dem Handel. Muss das denn wirklich immer sein? Naja, man sollte sie nicht komplett vergessen, aber es gilt generell, dass weniger mehr ist. Und viele Haushaltsmittel gibt es, die auf den gleichen Wirkprinzipien beruhen, aber die Umwelt deutlich weniger belasten und oft nur einen Bruchteil kosten wie die chemischen Mittel. So als Multitalent zum Saubermachen hat sich bewährt, Wasser mit einem Spritzer Essig oder Zitronensaft. Die darin enthaltene Säure, die funktioniert wunderbar gegen Kalkablagerungen. Und was auch sich bewährt hat, das ist ein Gemisch aus Wasser, Backpulver oder Natron. Das beseitigt also auch hartnäckige Verschmutzungen ziemlich zügig. Vielen Dank für das Gespräch. Bitteschön, auf Wiederhören.